Modelpapst Wolfgang Schwarz, 30 Jahre lockten die Schönsten, ebenso lang blieb er seiner Frau treu. Wie schaffte er das? Danke fürs Dranbleiben. Statt Arzt zu werden, ging er auf den Laufsteg. In der Kattus-Kellerei feierte Wolfgang Schwarz sein 30-jähriges Berufsjubiläum als Modelagent. Ein Job, um den ihn wohl nur jemand beneidet, der die Branche nicht kennt. All die Supergirls, die unser einer nur von den Plakatwänden kennt, liegen Modelmacher Wolfgang Schwarz quasi zu Füßen. Da kann schon einer mal eifersüchtig werden. Also Bussi links, Bussi rechts. Ich glaube, ich würde sagen, das werden einige tausend gewesen sein, mit der wirklich küsst zu kennen zu wenig. Es werden auch einige tausend gewesen sein. Starküsserin des Abends aber war ein Topmodel aus Senegal, die Frau mit den angeblich längsten Beinen der Welt. My leg is 127. Meine Beine sind 1,27 Meter lang. Yes, quite a long mustache. Um passende Jeans zu finden, tue ich mir schwer, sie kosten auch viel mehr. Noch schwieriger ist es mit den Schuhen. I'm funny, but I have to pay more. Yes, but the shoes are more difficult. Der Größte in der heimischen Modelbranche war mit vielen Supermodels auf Du und Du. Nach einem Sexskandal rund um seinen Mentor John Casablancas trennte sich Schwarz von Elite-Models und baute mühevoll ein eigenes Network auf, das aber mittlerweile bis nach China reicht. Vor kurzem wurde er 50. Nennt man ihn jetzt Model-Opa? Wenn ich Model-Opa zu ihm sage, kommt er morgen zu mir und bringt mich um. Model-Papa würde ich, genügt auch. Also Opa würde ich mich nicht verstehen, aber ich würde es auch lieber haben, wenn man zu mir sagen würde, der Model-Papst oder die Model-Ikone, nicht immer der Model-Papa. Als Model-Papst betet er wohl noch öfter, führe mich nicht in Versuchung, aber geht es dabei dem Model-Papst nicht ähnlich wie einem Champagner-Papst? Meine Frau sagt immer, trink nicht so viel. Wir müssen immer kosten. Jede Produktionscharge müssen wir verkosten, bevor sie auf den Markt kommt, nicht? Da gibt es immer eine gute Ausrede. Einmal kurz kosten. Muss das denn nicht auch jeder im Model-Business? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß von nichts. Lass mir es so sagen. In den ersten 10 Jahren als Junggeselle waren die Früchte ja auch zum Verzehr da, nicht nur zum Anschauen. Wie meine Frau mich heiraten wollte, hat man schon damals gehabt, der Playboy. Und dann haben berühmte österreichische Journalisten haben dann so Szenarien entworfen wie der Tiger und die Jungfrau. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, ob ich treu war oder nicht, sondern ich glaube, dass es wenige Agenten gibt, die das mit einer Frau durchgestanden haben. Und die Frau musste doch einiges durchmachen. Man darf niemandem was erzählen von den Journalisten. Im Domizil waren wir öfter, so haben so Modelabende gemacht. Na, das waren diese berühmten Tequila-Getränke, wo man auf einer Stelle des Körpers Salz draufschaltet und dann hat man das abgeleckt und dann Zitrone in den Mund gesteckt und dann hat man das Mädchen geküsst. Solche Sachen wie bei den Spielen in unserer Kindheit, wie Böhmisch Beichten oder Pfandl, das Pfänderspiel. Sowas. Das ist halt, sind lauter Kinder und die wollten dann unterhalten werden. Und wie hält man das als Ehefrau nur aus? Ja, er ist mein Schicksal. So ist es. Ohne Wenn und Aber. Das ist meine Liebeserklärung. Was für einen Mann wünscht er der gemeinsamen Tochter? Ich wünsche einen langweiligen, braven, der ihr abgöttisch ergeben ist und mit dem sie nicht so viele Sorgen hat, wie meine mit mir gehabt hat. Nach 30 Jahren weiß er, was Frauen